Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Steel Ocean. Jo, ich bin jetzt hier gerade auf einer Map, die ich eigentlich nicht so mag. Das ist, wer die meisten Abschüsse macht. Ich glaube, das geht 6 Minuten oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal zur Zeit. Es ist 2.23 Uhr. Mal gucken. So, ich bin jetzt mit den Japanern unterwegs. Mit meinem japanisches U-Boot. Und ja, danach wollte ich noch mit anderen Japaner spielen, den ich habe. Aber erstmal gucken, wie lange das hier dauert. Obwohl, ach nee, ich spiele trotzdem den anderen japanischen auch noch. Den sehe ich ja auch noch. Das ist meine letzte Folge für das Wochenende. Für das Wochenende. Für diese Woche. Ja. Ich werde das so machen. Ich werde drauf zufahren. Zwei Torpedos abfeuern. Und dann werde ich abtauchen und wegfahren. Erstmal probieren so wegzufahren, ohne abzutauchen. Wenn sie mir hinterher schwimmen oder fahren, heißt es fahren oder schwimmen? Ich sage jetzt mal, wenn sie mir hinterher schwimmen, dann werde ich abtauchen. Das sind schon Torpedos. Also, die sehen mich schon. Da vorne die Schlachtkreuzer gesehen. Jetzt können sie mich nicht mehr treffen. Nur noch mit Torpedos. So, come on. Go, go, go. Wenn ich jetzt tauche, ist das U-Boot ein bisschen langsamer. Leider. Falsch gefeuert, aber da habe ich ja Glück. Oh, ich habe den Torpedo gekriegt. Cool. Nee, der schießt vorbei. Ich bin nicht ganz unten auf. Hier können mich die Torpedos auch nicht treffen. Inbound Torpedo, watch out! Glaube ich zumindest. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ne, so treffen mich die Torpedos nicht. Schlecht.
Wusste ich doch. Naja, ich habe aber einen Kill. Zwei Kill habe ich jetzt wieder. Drei Kills? Ne, zwei. Wir wollen ja nicht gleich über drei. Zwei reichen erstmal. Okay, go, go, go. The next round. Es steht 8 zu 2. Das hört sich sehr gut an. Denke ich mal. Ich war der eine, der davon gestorben ist. Vorne schon kacken alle ab. Schlachtkreuzer. Den Krämer uns. Das ist ja nur einer. Den Jäger, den möchte ich nicht haben. Der ist so schnell. Na gut, aber mir ist ja nichts passiert. Vielleicht ein bisschen Leben abgezogen. Ach, der falsche Knopf die ganze Zeit. Ah. Na, den müssen wir noch platt machen da hinten. Und den lassen wir erstmal außen vor. Wer da ist wichtiger? Okay, der ist kaputt. Dann kommt jetzt der da oben dran. 17 zu 13. Sieht doch gut aus. Nicey, nicey. Ah, das ist auch gleich kaputt. Den Mann kriege ich gar nicht mehr. Ich denke, das genau vorher kaputt.
So, da haben wir euch. Zwei Siege, zwei Kämpfe, zwei Kills, ein Kill. Ja. Aber man darf nur zweimal sterben, dann werde ich mal wiederbelebt. Ja, dann geht doch nochmal schnell ein. Wo muss mir das jetzt alles hier anschauen? So, das war die erste Runde mit den Japanern. 10 Minuten gedauert, 11 Minuten. Und jetzt kommt noch schnell die andere. Bis gleich. Ciao, ciao. So, und willkommen zu der zweiten Runde. Das ist jetzt mein anderer Japaner, den ich noch habe, der Mutsuki. Ja, das ist jetzt ein Schnellboot, ein Jäger oder irgendwie sowas. Der ist ja gut gegen Schlachtkreuzer und gegen U-Boote sind sie auch sehr gut. Wogegen sie sehr schlecht sind, sind gegen die etwas stärkeren gepanzerten Schiffe. Also wie zum Beispiel. Ups. Wie zum Beispiel der hier. Bei dem würde ich ein bisschen Probleme haben. Wieder drüber wird also kein Thema für mich sein. Und ja, die sind auch nicht so leicht zu knacken. U-Boote wird auch noch gehen. Weil ich habe ja meinen Wasserbomben. Wenn ich jetzt die 4 drücke, habe ich sie aktiviert. Da seht ihr hinten, das leuchtet, das sind meine Wasserbomben. Enemy incoming. Switch to anti-aircraft gun. Aim at the target to fire. Das ist gegen Flugzeuge. Luftabwehr. Torpedos kennen wir ja schon. Das Gute ist, der ist ziemlich schnell. Ich könnte den Torpedos fast wegfahren. Jetzt ist er kaputt. Aber nicht von mich.
dich ein Glück, dass die Torpedos nicht so weit reichen. Stehen, dass dann Schuss vorbei fliegt. Und trifft ein Torpedo von mich? Natürlich nicht. Warum auch? Das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Der geht auf den. Dann geht mal schnell auf den Flugzeugträger. Und trifft einer von mir? Ja? Einer. Okay, Freunde, schicken. Der da oben ist AFK. Dann jagt ihn ein anderer an. Oh, war ja, wir müssen rein. Das wird ein Unentschieden. Nein, das wird kein Unentschieden. Das wird eine Niederlage. Oh, nehmt euch nicht solche Vorteile gerade. Naja. Komm hier rein, du Schiffi, du. Wenigstens ein Unentschieden. Sechs. Aber ich schaffe das noch. Ne, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Nein. Unentschieden. Boah. Ja, das war eine knappe, spannende Unentschieden-Runde. Ja, was soll's, sowas gibt's auch.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bereit seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.